Lieben, es ist Dienstag, das heißt, es ist Diagnosendienstag und wir befinden uns heute im Karnevalsendspurt. Es ist Veilchendienstag. Das liegt nicht nur daran, dass ich zwei Veilchen habe, die man jetzt vielleicht nur ein bisschen sehen kann, weil ich einen kleinen Sportunfall mit Brille anhatte. Auch das passiert. Nein, es ist Karnevalssession und genau das möchte ich zum Thema machen, ohne euch jetzt den Spaß an dem Karneval zu versauen. Und einfach mal was zur Alkoholvergiftung sagen. Jeder erzählt irgendwie mal, ich glaube, ich hatte eine Alkoholvergiftung. Der hatte eine Alkoholvergiftung, was weiß ich. Was ist eigentlich eine Alkoholvergiftung? Wann sprechen wir davon? Und warum ist es so wichtig, auf folgende Symptome, die ich euch gleich sage, zu hören, damit nicht ernsthaft was mit euch passiert und ihr tatsächlich wirklich mal auf einer Intensivstation aufwacht, weil ihr zu viel Alkohol getrunken habt. Bei allem Spaß am Karneval möchte ich doch jetzt dieses Video nutzen, auch ein bisschen zu mahnen und zu sagen, Alkohol ist per Definition ein Gift und Alkohol ist auch eine Droge, genauso wie alle anderen Drogen. Nur Alkohol ist in unserer Gesellschaftsform salonfähig geworden, was mich dazu bringt, an euch zu appellieren, dass ihr mit dieser Droge Alkohol wirklich sorgsam umgeht. Nicht nur, weil ihr es überall kaufen könnt, in allen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sondern auch einfach, weil es schwerste Nebenwirkungen hat. Denn die Droge macht das Gift, das wisst ihr alle. So, wir trinken Alkohol, also auf einer Party, befinden uns in guter Laune, in guter Gesellschaft. Und was passiert eigentlich? Also Alkohol ist einfach ein Nervengift. Das ist, heißt auf Fachchinesisch neurotoxisch. Es wirkt also auf die Nervenzellen. Das macht auch diese Beduseltheit, Benommenheit und alles, was dann noch danach folgt. Es ist ein Lebergift. Alkohol wird in der Leber abgebaut. Das heißt, die Leber hat massiv damit zu tun, den Alkohol zu verstoffwechseln. Und wenn man chronisch Alkohol konsumiert, führt das zu einer Leberzellverfettung, zu einer Leberzirrhose, also zu einem Umbau funktionierender Leberzellen zu Zellen, die dann nur noch knotig sind und gar nicht mehr an dem Stoffwechselprozess teilnehmen können. Das kann dann eben zu schlimmsten Leberversagen führen. Alkohol ist auch ein Gift, was auf Embryonen wirkt. Also es ist embryotoxisch. Also Mütter, die weiter Alkohol konsumieren, wenn sie schwanger sind, fügen ihrem Kind wirklich schwerste Vergiftungserscheinungen zu. Das sind die typischen Kinder, die, wenn sie auf die Welt kommen, klein sind, die auch diese typische Gesichtsform haben mit diesen verstrichenen Augenfalten, diese schlanken Gesichter leicht eingefallen, die auch deutlich eine Intelligenzminderung vorweisen, einfach durch den chronischen Alkoholkonsum und durch die Giftwirkung des Alkohols. Und dann wirkt Alkohol auch auf die Stoffwechselprozesse unserer blutbildenden Organe, also unseres blutbildenden Systems. Rote Blutkörperchen verändern ihre Form, verändern ihre Größe. Das alles ist dem Alkohol geschuldet. Jetzt gehen wir auf eine Party, trinken ein, zwei Gläschen, werden gut drauf. Dann befinden wir uns in der Exzitationsphase, nennt man das. Also das ist die Phase, wo wir enthemmt werden, gut gelaunt werden, vielleicht auch etwas, sagen wir mal, sexuell erregt werden, den anderen auf einmal doch attraktiver, das berühmte ich saufe mir den Schönen, das schön trinken. Ja, das ist nicht nur dahingesagt, das passiert tatsächlich, denn Alkohol enthemmt. Unsere Zunge wird gelockert, da werden auch die schüchternsten Leute auf einmal auf dem Tisch tanzend erwischt. Das ist alles eine Form der Alkoholwirkung. Naja, wenn ihr euch in dieser Phase befindet, ist das so ein bisschen lustig. Es kann nicht wirklich schlimm was passieren. Man redet von dieser Phase zwischen 0 bis 2 Promille. Kommt natürlich immer ganz drauf an. Jeder reagiert anders. Ich glaube, dass ich bei 2 Promille nicht mehr ausschließlich lustig bin. Die zweite Phase, die sogenannte Hypnosephase, da kommen wir schon in die Phase, wo einzelne Körperfunktionen, ja, sagen wir mal, ausfallen. Also diese typische Sprachstörungen, Gangstörungen, diese schwankenden Bewegungen, vielleicht auch richtig aggressives Verhalten, überhaupt keine Reflexe mehr so richtig, man möchte irgendwie nach was greifen. Das ist entweder, weil man es nicht richtig sieht, weil man schon schief guckt oder weil halt auch einfach die Auge-Hand-Koordination nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kommen wir schon auch in diesem Stadium zu der neurotoxischen Auswirkung des Alkohols, nämlich dem Erbrechen. Erbrechen ist eine physiologische Reaktion des Körpers, der sagt, halt, stopp, ich habe hier genug, trink bitte nicht weiter, ich kann das alles überhaupt nicht verstoffwechseln, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Das ist der Moment, wo wir erbrechen. Also nimmt das ernst mit dem Erbrechen, das ist eine Wirkung, das ist eine Form des Körpers, der sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte den Alkohol loswerden. Spätestens da, ab dem Moment solltet ihr nicht die Helden spielen, warten, bis es euch wieder etwas besser geht und dann weiter trinken, sondern wirklich ab dem Moment nur noch Wasser konsumieren. Wenn ihr den Punkt überschritten habt, das ist dann meistens so
ab 2,5 Promille, so bis vielleicht 4, befindet ihr euch im sogenannten, das nennt man dann schon Narkosestadium. Also die Pupillen werden weit, man verfällt in einen bewusstlosen Zustand, man hat teilweise keine erhaltenen Schutzreflexe mehr, beziehungsweise die nehmen weiter ab. Und was ist das Risiko bei diesem Zustand, dieser Bewusstlosigkeit? Der Körper versucht zum Beispiel, das Gift, den Alkohol, durch Erbrechen loszuwerden. Ich bin aber komatös, bewusstlos, habe keine Schutzreflexe mehr, die fallen aus. Und somit kommt das ganze Erbrochene in die falsche Röhre, in die Lunge, und es kann wirklich zu Ersticken kommen. Ja? Das heißt, dass ich an meinem eigenen Erbrochenen ersticke. Das ist auch der Moment, wo wir als Rettungsdienst wirklich eingreifen müssen. Ich auch schon als Notärztin selbst auf der Straße aktiv werden musste und tief bewusstlose, tief komatöse Patienten, die nach Alkoholkonsum nicht mehr ihre eigenen Reflexe hatten, intubieren musste, beatmen musste und einer Intensivtherapie zuführen musste. Das Ganze kann nur noch schlimmer werden ab 4 Promille. Wie gesagt, diese Grenzen, die ich sage, die sind natürlich immer sehr individuell und verschieblich. Der eine überlebt 6 Promille, der andere nicht. Aber ab 4 Promille, muss man sagen, befindet man sich schon in diesem wirklich lebensbedrohlichen Stadium der Asphyxie, das heißt der Sauerstoffunterversorgung. Die kommt dadurch, dass durch die toxische Wirkung des Alkohols die Atmung aussetzt oder deutlich verlangsamt wird und es zu einer Sauerstoffunterversorgung kommt. Es kommt zu Schockzuständen, es kommt zu Herz-Kreislauf-Versagen durch den Alkohol und es kommt auch teilweise zu Erfrierung, wenn die Leute jetzt draußen liegen, weil sie ja gar nicht mehr sich wegbewegen können. Also Unterkühlung ist natürlich auch immer ein Risiko. Das heißt, in diesem vierten Stadium befinden wir uns wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation. Die Patienten müssen den Atemweg gesichert haben, Infusionstherapie bekommen, müssen überwacht werden auf einer Intensivstation, müssen auch konstant, teilweise vielleicht auch sogar Blutwäsche bekommen, weil man den Alkohol, weil man das Leberversagen dem vorbeugen will und den Alkohol nicht mehr anders los will. Wir befinden uns wirklich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Was könnt ihr jetzt tun, wenn ihr jemanden findet? Also bitte immer in die stabile Seitenlage. Das sollte, dass wenn derjenige sich erbrechen sollte, dass irgendwie an der Seite rausläuft und nicht wirklich rückwärts in die Lunge. Den Rettungsdienst rufen und allen euren Freunden und Bekannten sagen, dass spätestens in dem Moment, wo sie sich übergeben haben, bitte kein weiterer Alkohol konsumiert werden soll. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle in der ersten Phase seid, bleibt und auch nicht weiter über diese erregte Phase hinauskommt. Denn auch eine ganz schlimme Nebenwirkung, gerade für Diabetiker interessant, ihr habt ja auch mal im Diagnosendienstag Zuckerstoffwechsel gesehen, ist vor allen Dingen die Hypoglykämie, also die Unterzuckerung, die unter Alkohol auftritt. Wodurch kommt das? Die Leber ist ja dazu da, in Hungerzeiten Zucker dem Kreislauf zur Verfügung zu stellen, also Zucker abzubauen, also Glykogen zu Zucker umzuwandeln, dass der ins Blut kommt und vor allem das Gehirn versorgt. Jetzt denkt die Leber aber durch die zirkulierenden Alkohol, oh, es ist genug Glucose, genug Zucker vorhanden, denn die Struktur, die chemische Struktur von Glucose und Alkohol ähnelt sich. Es kommt deswegen zu einer teilweise mitunter lebensbedrohlichen Hypoglykämie, weil der Körper einfach nicht mehr genug Zucker zur Verfügung hat. Also ist es ganz wichtig, dass auch der Rettungsdienst bei jedem alkoholisierten Patienten erstmal den Zucker misst, denn man kann natürlich komatös sein aufgrund des Alkohols, man kann aber zusätzlich oder ausschließlich komatös sein auch durch die Unterzuckerung. Das gleiche machen wir auch in der Notaufnahme. So, ich wollte jetzt aber die Karnevalszeit nicht versauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, die Dosis macht das Gift. Eigentlich kann man ja schon bei dem ersten Glas Sekt von einer Vergiftung sprechen, denn keiner würde normalerweise ein Gift freiwillig zu sich nehmen. Ich würde es aber jetzt erstmal ab dem Stadium 2, wenn der Körper schon erbricht, so würde ich es jetzt einteilen. Ich hoffe, da kommt ihr gar nicht hin. Ganz wichtig, wie ich schon sagte, Stadium 1 kann es trotzdem sein, dass ihr gar nicht mehr so richtig Reflexe habt. Deswegen egal, ob ein Glas, ob zwei Glas, ob drei Glas, ob ihr der Meinung seid, es ist alles gut. Wer Alkohol trinkt, gehört nicht ans Steuer. Ihr habt keine Reflexe mehr, keine ausreichenden Reflexe. Es gibt einen Grund dazu, dass wir mit Alkohol am Steuer schlimmstens bestraft werden und dass man da auch wirklich sagen muss, dass statistisch die Unfallwahrscheinlichkeit zunimmt. Wer trinkt, gibt den Autoschlüssel ab, gehört nicht ans Steuer. Wer trinkt, nimmt sich bitte ein Taxi, läuft oder besorgt sich irgendwie einen Kollegen, der nicht trinkt. Ich wünsche euch damit jetzt noch schöne restliche Karnevalstage. Feiert schön, lasst euch nicht unterkriegen und denkt immer dran, dass ihr zwar über die Stränge schlagt, aber es muss ja nicht so weit sein, dass ihr auf der Intensivstation
im Koma liegt. Also, bis zum nächsten Diagnosen-Dienstag. Ich freue mich, wenn ihr da wieder dabei seid. Und jetzt sage ich erstmal Hilaf und Alaf, Alaf, Hilaf, Alaf und Hilaf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.